Heute ist ein guter Tag für Vereine, heute ist ein guter Tag für das Ehrenamt. Diese Sätze habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist ein Zitat aus der Diskussion des Bundestages über das Gesetz zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlung im Vereinsrecht, und zwar am 9. Februar 2023. Und in der Tat, das, was da beschlossen wurde, das ist für Vereine wirklich eine große und gute Nachricht. Und was da genau beschlossen wurde, welches Gesetz und was das bedeutet, das wollen wir hier einmal für euch kurz erklären. Mein Name ist Dirk Schwend, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und hier bei vereinfacher.de euer Experte rund um das Vereinsrecht. Es gibt ein Gesetz, was tatsächlich am 9.2. beschlossen wurde, und in diesem Gesetz hat man sich jetzt dazu entschlossen, dass Vereine auch ohne Satzungsgrundlage, und das ist das Entscheidende, demnächst, wenn dieses Gesetz in Kraft getreten ist, digitale Mitgliederversammlungen durchführen können. Das ist sozusagen die zentrale Botschaft von diesem Gesetzesentwurf. Und was da im Einzelnen steht, das will ich jetzt einmal kurz und knapp hier skizzieren. Und natürlich für Fragen stehen wir wie immer bei Vereinfacher gern zur Verfügung. Das Erste, was man gemacht hat, man hat hier gesagt, wir wollen zulassen, auch ohne Satzungsgrundlage, dass Vereine eine hybride Versammlung durchführen können. Das heißt also, man hat in § 32 BGB, wo die Versammlung geregelt ist, hat man jetzt den alten Absatz 2 verschoben auf Absatz 3 und einen neuen Absatz 2 hinzugefügt. Und in diesem neuen Absatz 2 steht eben sinngemäß drin, dass der Vereinsvorstand eine solche hybride Versammlung einberufen kann. Er kann nicht eine rein digitale Versammlung einberufen. Das war ein Gegenstand der Diskussion auch im Bundestag. Man hat sich aber dagegen entschieden. Eine solche rein virtuelle Versammlung, wenn man so möchte, ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort, das geht nur, wenn die Mitgliederversammlung das beschließt oder wenn man es beispielsweise in der Satzung verankert. So, das heißt also, der erste Komplex, der geregelt wurde, digitale Versammlung im Sinne von Hybridversammlung, geht jetzt. Dann hat man weiterhin in den Gesetzestext aufgenommen, um sicherzustellen, dass auch natürlich alle davon rechtzeitig erfahren, hat man noch eine Formulierung aufgenommen, dass sozusagen diese Anordnung, wenn man, oder die Möglichkeit, wenn man eine hybride Versammlung durchführt, dass das dann eben den Mitgliedern auch rechtzeitig genug mitgeteilt werden muss, damit sie sich dann eben auch entsprechend darauf einstellen können. Das ist im Grunde genommen der Kern dieses Gesetzes. Und was auch noch wichtig ist an dieser Stelle, diese Norm, die jetzt ja hier steht bei Vereinen, bezieht sich eben nicht nur auf die Mitgliederversammlung, sondern bezieht sich auch auf die Vorstandssitzung oder Vorstandssitzungen. Das heißt also, auch der Vorstand kann von dieser Norm quasi Gebrauch machen, weil es im BGB so verschiedene Verweisketten gibt. Und im Übrigen, diese Verweiskette geht sogar dann bis zur Stiftung, sodass das, was ich gerade sagte, im Grunde genommen auch gilt für die Stiftung und dort zum Beispiel für eine Sitzung des Stiftungsvorstandes, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja, das wie gesagt hier in aller Kürze zu diesem Gesetz. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft, da fehlt noch die Zustimmung des Bundesrates. Wir gehen aber hier fest davon aus bei vereinfacher.de, dass diese Zustimmung kommen wird. Das ist jetzt eine Frage der Zeit, und ja, sobald das Ganze dann passiert und der Bundesrat zustimmt, würden wir natürlich nochmal Bescheid geben, damit ihr auch wisst, jetzt könnt ihr über diesen Weg entsprechend Versammlungen abhalten. Wer sagt, das ist mir aber noch zu sperrig oder ich möchte noch Sonderregelungen aufnehmen, kann das natürlich auch gerne tun. Das heißt, diese Regelung, die es jetzt hier gibt, die ist letztlich dispositiv. Man kann sie also durch eine eigene Satzungsregel entweder anders ausgestalten oder man kann sie auch sozusagen ganz ausschließen. Das liegt auch wieder am Ende bei der Mitgliederversammlung, und insofern hat man doch hier eine große Flexibilität. Ja, mit diesen guten Nachrichten will ich euch dann auch entlassen und sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss und auf Wiedersehen.